Kesaba, Datana Mono, Intangu Yandi, Ivandaka Kesala Namin. Ge Kesalaka, Tata Nange Mingi. Ah, Eli Lolula Mono, Muzolaka Vekutuba. Ukizina Uge Bingi Laka Mono. Ukizina Uge Bingi Laka Mono. Tepe, Eli, what's the matter? Fighting will get you nowhere, Eli. Cut it out, kid. That ain't a toy. Eli. Don't call me that! I'm not a kid. You hear me? Enough. On the battlefield, they use one another's nom de guerre. But here, we insist they use their real names. Well, that hasn't sat too well with Eli. Or should I say, Unyoka ya Mbembe. He thinks his boys are letting us grown-ups walk all over him. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Ja, ich bin wollte eigentlich erst das Video starten, wenn ich auf der medizinischen Plattform bin. Und wollte zur medizinischen Plattform auch fliegen. Komischerweise bin ich jetzt auf der Kommandoplattform, aber das ist egal. Wir... Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Wir gurken jetzt rüber zur medizinischen Plattform. Dreieck, genau. Please select a delivery point. Weil wir haben ja ein Foto erhalten durch den letzten Motherbase-Soldaten, den wir rausgeholt haben. Gibt es ja wieder natürlich ein Foto, nämlich das fünfte, glaube ich, ist das. Und das bringen wir natürlich auf die Krankenstation. Zu Pass. Das ist natürlich der Overgag, die Musik, wann jemand weiß, wo dieser doofe Kassettenrekorder steht, dann soll ich mal das bitte sagen, weil YouTube tickt da wieder mal vollkommen aus, wenn sowas im Video vorkommt. Naja, geht doch. So, dann schnell hier rein. Genau. Na komm, setz dich hin, wir geben dir das auf die Schnelle mal. Na? What is it, Snake? Da, nimm das. Dann stellen wir uns hinter dich, damit das auch jeder sieht, was das für ein Foto ist. Oh, somebody took this while we were fishing. That day, I figured out that it doesn't really matter if you catch a fish or not. Just ja, sieht man das, jetzt sag's euch noch okay. Can be the most fun of all. Oh yeah. Chico got all worked up and almost fell into the sea. When they do some more fishing, tell me, okay?
Na klar, machen wir. I am so tired. Ja. I will just lie here a while. So, dann raus hier. So. Dann. This is Pequod. Arriving shortly at LZ. Sehr schön. Laufe jetzt überhaupt in die richtige Richtung? This is Pequod. Have a hard at LZ. We'll stand by. War eigentlich egal. Im Helikopter zeige ich dann, wie das Foto tatsächlich ausschaut. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen quatschen, weil die Musik da immer noch... Sagt mir bitte, 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 wo hier dieser Kassettenrekorder steht. Weil das... Das geht überhaupt nicht. So gut, haben wir das ebenfalls abgeliefert. Dann können wir uns ja jetzt endlich um die nächste Nebenoperation kümmern. Ich glaube, es ist sogar noch eine da. Ich glaube, 3 waren es, die wir gekriegt haben nach der letzten Hauptmission. Werden wir gleich wissen. Was tun, wenn sie entdeckt werden? Naja, laufen. So. Nebenoperationen. Was haben wir hier gehabt? Herausforderungsaufgaben. Was haben wir da jetzt? Dokumentensammelquote von 50% erreicht. Achso, durch das Foto jetzt da. Dafür gibt es 3 Soldaten, aber die hebe ich mir jetzt einmal auf. So, Nebenoperationen. Zischen wir da mal runter. Holen Sie den Elite-Soldaten raus? Na gut, dann machen wir das gleich. Ja, Mission starten. Ja, am Abend. Wir müssen ein bisschen Zeit gut machen. Aufgrund von der Cutscene, die wir da gesehen haben mit Eli. Ihr habt doch gesagt, das Balk ist nicht resozialisierbar. Ah ja. Hallo? Wird es heute noch was? Na endlich. Schauen wir mal, wo wir überhaupt hin müssen. Hier oben. Ich schlag wieder mal die Mitte. Sehr schön. Warum B? Wo ist der A-Marker? Egal. Be careful down there, boss. Haben wir da Pflänzchen, ja, Karotten. Und Wermut. Sonst noch was, da haben wir nochmal Wermut. Ist doch was Schönes. Ich weiß, dass ich nicht viele Zuschauer habe. Trotzdem möchte ich fragen, weiß jemand, zufällig von den Leuten, die sich das hier reinziehen, ob man einen Geigerzähler als Privatperson kaufen kann und ob, wenn ja, der dann auch genau ist.
Würde mich echt mal interessieren. Und bitte nicht solche Antworten mit Google ist dein Freund, ja. Das weiß ich selbst. Aber ich sitze jetzt gerade in dem Moment, wo es mir eingefallen ist, vor der PlayStation. Enemy presence detected. The map has been updated. Boss, get down. The enemy sniper. Stay low and crawl along the ground. That should enable you to sneak past enemies. So da. Gut, das hat zwar ein bisschen Aua getan. That's the target. Ja, wirklich? Na, dann schalten wir zuerst das Target aus, oder? Und dann den anderen Idioten. Hallo, nicht aufwecken. Kommen. Zack. Na, endlich liegen beide. So, dann tun wir das einmal rausfliegen. Es gibt sicher noch einen zweiten Scharfschützen, weil die stehen sie ja wieder wahrscheinlich gegenüber. So, gibt es dann außer die drei Attrappen sonst nirgendwas? Okay, das war eine relativ zügige Mission, oder? Raus mit dir! Raus mit dir! Helikopter! Extraction arrived at mother base. Support helicopter requested. Extraction arrived at mother base. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. So, dann können wir da auch über die Straße laufen. Hervorragend, 160 Meter noch. Der Messerpeak wird eigentlich auch gleich da sein, weil wir haben ja ein bisschen warten müssen. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Na, komm mal runter. Na, los geht's. Los, los, los. Sicherheitshalber, warten wir bis der Ladebildschirm weg ist, nicht dass da noch irgendein Funkspruch kommt, der dann wieder fehlt. Aber jetzt auch nämlich mehr Glück als Verstand, dass ich die Cutscene mit Eli noch aufzeichnen konnte. Ne, schaut gut aus. 45% Gesamtfortschritt. Na dann, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn dem so sei, würde ich mich natürlich über einen
Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Na, dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!